Mario's Tennis war eines dieser Vorzeigespiele für das ungewöhnliche neue System damals. Es wurde hauptsächlich auf Messen gezeigt, um die Fähigkeiten der Konsole in der roten Dimension zu zeigen. Tennisspiele mit Nintendo-Charakteren gibt es ja so einige. Wie schlägt sich dieser Ableger? Was taugt Mario's Tennis für den Virtual Boy heute noch? Das Spiel wurde von Nintendo Studio R&D1 entwickelt und natürlich von Nintendo selbst 1995 in Japan und Amerika veröffentlicht. Mario's Tennis ist der erste Teil der Mario Tennis Serie, die auf diversen Konsolen erschienen ist. In Nordamerika lag das Spiel sogar bei der Konsole standardmäßig dabei. Bei dem Spiel gibt es keine Überraschung, ihr bekommt genau das, was ihr erwartet. Ein relativ simpel gestricktes Tennisspiel mit Nintendo Charakteren. Vertreten sind dabei 7 der Standardfiguren. Irgendwelche Überraschungen gibt es da nicht großartig. Jeder der Spieler unterscheidet sich dabei natürlich in diversen Werten. Dabei spielt die Geschwindigkeit, Kraft und die Racket Area eine Rolle. Letzteres bedeutet im Prinzip, wie genau ihr den Ball treffen müsst. Als Schlagmöglichkeiten habt ihr 2 verschiedene. Einmal einen schnelleren und einen Loop, der langsamer und höher geschlagen wird. Im Prinzip gleicht dahingehend eure Schlagvielfalt dem guten alten Tennis auf dem Gameboy. Power-Ups oder Spezialschläge wie in späteren Mario-Tennis-Spielen gibt es hier leider nicht. Auch an den verschiedenen Spielmodi erwartet euch im Prinzip das Übliche. Ihr könnt entweder einzeln oder zu zweit in einem Team gegen den Computer spielen. Dabei könnt ihr natürlich die üblichen Tennisregeln einstellen. Wie viele Sätze soll es geben und so weiter. Außerdem könnt ihr noch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Wenn ihr etwas mehr Spieltiefe haben wollt, könnt ihr in einem Turniermodus der Reihe nach gegen die anderen Gegner antreten. Mehr gibt es zu dem Spiel fast nicht zu sagen. Ihr merkt es selbst, das Spiel lässt sich nicht auf großartige Experimente ein und bleibt im Prinzip beim Bekannten. Der Spielablauf spielt sich aber natürlich, wie nicht anders von Nintendo zu erwarten, war sehr gut. Die Steuerung ist knackig und lässt euch gut über das Spielfeld navigieren. Irgendwie fehlt es jedoch dem Spiel in der längeren Betrachtung denn doch etwas an Spieltiefe. Hier hätte ich mir mehr Mut von Nintendo gewünscht. Die Grafik ist wunderbar gelungen. Die Charaktere sind herrlich animiert und das Spielfeld passt einfach in diese wunderbare Mario-Welt. Im Hintergrund erscheinen regelmäßig Flugschiffe und ähnliches. Die Musik unterstützt natürlich dieses ganze Gefühl und lässt euch schnell mitwippen. Der 3D-Effekt wurde hier auch sehr gut umgesetzt und man hat hier immer ein sehr gutes Gefühl für die Tiefe des Spielfeldes. Hier macht daher dieser Effekt durchaus Sinn. Wundert euch bitte nicht über die kleineren Grafik-Glitches in den Videoaufnahmen hier. Auf dem Gerät gibt es diese nicht, aber ich hatte keine andere Möglichkeit, das Gameplay als mit dem Emulator aufzunehmen. Was taugt Mario Tennis für den Virtual Boy also heute noch? Ich sehe das Spiel als eine Art Weiterentwicklung vom Tennisspiel auf den Game Boy und das macht auch durchaus Sinn. Das Spiel strotzt nur so von dem Nintendo-Charme. Das eigentliche Gameplay punktet jetzt nicht mit revolutionären neuen Ideen, aber das Gebotene ist wunderbar umgesetzt. Auf dem Emulator lässt sich das Spiel leider meines Erachtens nicht so gut spielen, da einfach die Tiefenwahrnehmung fehlt und man hier und da den Ball einfach falsch einschätzt. Abgesehen davon ist es ein Pflichttitel für jede Virtual Boy Sammlung, erwartet hier nur keine super große Spieltiefe. Das war der Test zu Mario Tennis für den Virtual Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.